Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Willkommen zurück. Willkommen zu Sky Factory. Freunde, wir müssen weitermachen. Und zwar brauchen wir in dieser Folge Plastik. Es wird um Plastik gehen und wir versuchen das mal so halbwegs zu automatisieren. Was dann dabei rumkommt, weiß ich nicht. Ich habe mir mal das Buch besorgt. Ne? Industrial Forage Going. So, und da geht es nämlich Getting Started mit der Mod. Da kann man viel machen. Es gibt viele Maschinen. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt. Aber wir brauchen erstmal nur Plastik. Und das heißt, wir brauchen eigentlich erstmal nur zwei Maschinen. Müssen das dann irgendwie die Items hin und her flutschen. Dass wir dann automatisch da Plastik herstellen. Und das irgendwie auch speichern. In welcher Form auch immer. Wir gucken einfach mal. So, wir brauchen als erstes diesen Tree Fluid Extractor. Das heißt, der funktioniert eigentlich ziemlich einfach. Aber einfach ist ja so eine Sache. Einfach ist meistens gar nichts. So, wir versuchen das Ding einfach mal herzustellen. So, bitteschön. Uns fehlt natürlich ein Item. Na klar, fehlt uns ein Item. Und zwar folgendes. Ein Iron Gear. Das sollte aber sehr schnell machbar sein. Zack, erledigt. Und wir haben das erste Maschinchen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das Ding genau funktioniert. Wenn ich jetzt einfach nur wenn ich mir einfach nur ein paar Loks hier nehme, nicht wahr? So testen wir das gleich mal. Und wenn ich jetzt da unten hingehe, ich würde das gerne hier unten aufbauen, dass hier unten Plastik produziert wird. Wir müssen mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ich baue das einfach mal testhalber hier hin. Und das Ding da dran. Okay, hier steht hier was dran. Side Front West. Achso, man kann, wenn man sneakt, kann man sehen, welche Seite man gerade anschaut. Okay, interessiert mich eigentlich soweit nicht. Aber das Ding funktioniert jetzt schon. Ohne Strom, ohne alles, lutscht das hier schon Latex außer Dingens. Okay, und hier kann ich das dann manuell abfüllen. Oder auch eben einfüllen. Okay, das ist einfach. Die Frage ist, wie viele baue ich davon? Ich würde sagen, ich baue erstmal drei oder so. Weil sonst reicht es sowieso. Wir brauchen ein bisschen mehr Plastik. So, und wenn ich drei sage, meine ich natürlich fünf. So. So, und die müssten jetzt alle schon beginnen. Ja, okay, das funktioniert soweit. Wir kriegen jetzt hier auf jeden Fall ordentlich Latex. Und jetzt überlege ich gerade, ob wir das zwischenspeichern in einem Fass. Dann haben wir nämlich genug flüssiges Latex. Und wir müssen das nämlich, das ist ja noch lange nicht alles. Es wird ja dann hier in der Latex Processing Unit, wird das mit Wasser, wir brauchen also auch Wasser, wird das mit Wasser zusammen umgewandelt in so ein trockenes Gummizeug. Ne? Damit wir an letzten Endes irgendwo an Plastik kommen. Wir haben ja schon da hinten von Barrels oder wie hieß die Mod, haben wir doch schon dieses, da gab es doch diese Fässer. Ja, und die finde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich muss nur gucken, wie das alles hieß. Barrel, da ist es. Da ist es. Nämlich, es gibt diese Metal Drums. Ich weiß aber nicht, ob wir da das irgendwie, müssen wir gucken, dass wir das verbinden können, dass wir da drin tatsächlich die Flüssigkeiten speichern können. Ich glaube, wir bauen das einfach mal und dann wird das hier so mal ein bisschen testen wird das jetzt. So, um die Barrels hier zu craften, brauchen wir natürlich noch Iron Plates und die können wir machen. Pressurizer, Enrichment Chamber. Die haben wir, da können wir es machen, ne? Jawohl, da machen wir gerade die Platten. So, wir haben jetzt, was haben wir, 8 Platten haben wir jetzt gemacht. Das müsste für ein Fass reichen. Hoffentlich. Ja, für ein Fass reicht das. Wir brauchen aber 2. Aber das holen wir gleich. Oh, wir haben sogar ein Advancement gekriegt für das Fass. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt müssen wir natürlich die Flüssigkeit da reinkriegen. Und das Fass jetzt hier hinstellen. Oh, das wird hingelegt. Oh, nicht schlecht. Okay. Und wir können jetzt da 4,1K. Können wir da Updates drauf machen? Upgrades. Wir schauen mal gerade. Oh, wir haben sogar noch welche im Lager. Aber nur 256K. Aber das macht nichts. Wir versuchen mal das Upgrade da drauf zu machen. 20K. Okay, das sind 20 Eimer, ne? Das muss reichen erstmal. Ich weiß sowieso nicht, wie viel wir dafür brauchen. Und ich will noch ein Fass daneben machen, wo wir dann Wasser reintun. Weil wir brauchen Wasser und diesen Latex-Kram für letzten Endes für diesen Rubber. Dann machen wir uns gerade das zweite Fass einmal fertig. So.
bauen das auch gleich unten auf und dann müssen wir auf die Suche gehen nach dann müssen wir auf jeden Fall auf die Suche gehen nach Leitungen. So, ich packe hier auch mal das Upgrade drauf, dann haben wir überall 20k und dann brauchen wir Flüssigkeitsleitungen. Welche haben wir denn hier hinten genommen? Das sind Fluid Cable, okay. Ich hoffe, dass die auch funktionieren. Okay, wir brauchen wahrscheinlich die Extraction Cable dafür. Und wenn wir jetzt noch ein normales Fluid Cable, haben wir noch eins irgendwie am Start? Jo, haben wir noch. Normale haben wir noch. Und das jetzt hier zwischen machen? Ja. Funktioniert, es füllt sich auf. Wir haben hier Latex drin, ein Bucket mittlerweile und 500 irgendwas da Millibucket. Es funktioniert. So, wir haben, jetzt brauchen wir noch eine Wasserquelle. Ich weiß natürlich nicht, ob das funktionieren wird, aber ich versuche mal hier einfach eine unendliche Wasserquelle hinzubauen. Und dann mit dem Extraction Cable da das rauszusaugen. Ich weiß aber nicht, ob das klappen wird. Kein Schimmer. So, irgendwie in der Art. Da drunter muss jetzt Wasser hin. Wir holen gerade mal Wasser. So, kurz da reingeschmissen. Hallo. Oh. Auf jeden Fall fängt er an zu saugen, ne? Oder was macht er da? Irgendwas scheint hier zu funktionieren. Ja, er saugt Wasser. Und es sieht, oh, das sieht aber gar nicht so schlecht aus, ne? Die Animation kann man gucken, ne? Nicht schlecht. Okay, es funktioniert. So, dann brauchen wir da noch ein Kabel dran, das wir theoretisch ins Fass saugen, ne? Jo, funktioniert. Also, wir haben einmal Latex und einmal Wasser. In voller Schönheit. Mit Blubberbläschen. Heute mal mit Blubberbläschen. Alles klar. Das bedeutet, wir können die nächste Maschine bauen. Ich schaue gerade nochmal hier rein. Wir brauchen die Latex Processing Unit. Da ist der Teil. Zack. Und wir haben das Ding fertig. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das aufbauen. Ich weiß noch nicht genau. Einmal hier hin. Jetzt brauchen wir Wasser und Latex und Strom. Okay, Strom sollte machbar sein. Oh, nee, mir fehlt ein Kabel. Okay, Moment. Zack, so, bitteschön. Letzte Kabel. Haben wir jetzt Strom drin? Alles klar, Strom ist vorhanden. Sehr gut, jetzt müssen wir gucken, wie das mit dem Wasser funktioniert. Also, wir versuchen mal... Extraction hier, Extraction da. Wir extracten mal hier in... Zack. Jawohl, funktioniert. Sofort 8 Eimer drin. Oh, dieses Gewitter, ne? Hör auf damit. So, jetzt gucken wir mal, dass wir da irgendwie... Wie machen wir das denn jetzt am blödesten? Ah, eigentlich ist das jetzt nicht so optimal. Ich müsste eigentlich das abbauen. Das abbauen. Und dann das Fass ein weiter links wieder hinbauen. Ich weiß nicht, ob dann noch alles okay ist. Jo. Passt. Okay, das Blöde ist natürlich, die Bäume bauen sich ab, ne? Dafür brauchen wir auch noch eine Lösung. Die müssen wir hier irgendwie automatisch hinkriegen. Aber ich glaube, das sollte machbar sein, dass wir das schaffen. Weil die werden von den Extractern zerstört. So, gucken wir mal, dass wir das Latex hier noch reinkriegen. So. So, und er funktioniert schon. Latex ist drin, Wasser kommt rein und wir kriegen hier auf jeden Fall Dry Rubber. Sehr schön. Sehr schön, wie es auch mal funktionieren kann. Ne? Theoretisch bräuchten wir jetzt nochmal einen Autocrafter und müssten das zusammen craften und dann auch gleichzeitig schmelzen, ne? Dass wir hier einfach nur Plastik haben. Aber das können wir ja direkt angehen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Autocraft haben wir natürlich nicht mehr da. Müssen wir einen bauen. So, einmal den Autocrafter hier vor. Ich gucke mal, ob ich ein Item Extraction habe. Jo, Item Extraction habe ich noch. Das baue ich dann da dran. Und schon haben wir hier Tiny Dry Rubber am Start. Sehr gut. Und das craften wir so zusammen. So, dann sollte das funktionieren. Wir brauchen allerdings auf dem Gerät natürlich auch ein bisschen Energie, ne? So. Und schon haut er uns hier Dry Rubber raus. Schön. So, dann versuchen wir mal hier noch ein Extraction-Dingens hinzumachen. Da müssen wir natürlich Whitelist Dry Rubber soll der nur rausziehen.
Und dann bauen wir da hinten einen elektrischen Ofen. Den haben wir da hinten schon. Wir bauen einfach den gleichen. Den finde ich ganz gut hier. Hunger, 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 Hunger. Zack, da ist das Ding. Da ist das Ding. Energized Smelter. Sehr gut. Dann können wir damit doch schon arbeiten. So. Das Ding einfach mal dahin geklatscht. Okay, das funktioniert. Der Input einmal hier hinten eingestellt. Und dann fängt das Ding an. Das hat vollen Strom, allerdings geht er natürlich leer. Das heißt, wir müssen hier für Strom sorgen. Sehr gut. Strom haben wir am Start. Und wir kriegen hier Plastik. Jetzt müssen wir natürlich das Plastik noch raussaugen in eine Truhe. Und dann die Truhe mit unserem System verbinden. Mehr ist es doch gar nicht. Wobei, ich würde keine Truhe nehmen. Ich würde eine Create nehmen. Da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt mit, ne? Dann müssen wir theoretisch hier noch ein Extraction Cable hinmachen. Nochmal eine Whitelist. Dann gehen wir hier auf Plastik. Zack. Und das kommt dann in die Create. Und jetzt müsste das hier mehr werden, ne? Jo, funktioniert. 13. Und dann müsste da hinten gleich ein nächstes fertig sein. 14. Alles klar. Und wir können hier drin speichern. 4000 Plastik. Das soll erstmal reichen, ne? Ich weiß gar nicht, wofür wir das brauchen werden. Jetzt müssen wir das nur noch mit da hinten mit verlinken. Und dann haben wir es. Moment, da müssen wir aber einiges an Kabel haben. Die muss ich gerade herstellen. So, jetzt bauen wir hier das Linkkabel drauf. So. Priorität ist natürlich null. Null kann bleiben. Plastik soll hier rein. Wir müssen die Geschichte jetzt noch verbinden mit hinten unserem Netzwerk, ne? Okay, also einmal hier angeschlossen, die ganze Geschichte. Und dann da hinten müssten wir theoretisch jetzt Zugriff haben auf Plastik. Ja, 22 Plastik. Und es dürfte eigentlich immer mehr werden. Wir müssten eigentlich nur noch lösen, wie wir hier denn dauerhaft Bäume hinkriegen. Weil das Problem besteht ja weiterhin. Müssten wir aber gelöst kriegen. Also ich glaube, da Bäume hinzupflanzen oder Blöcke zu platzieren, ne, kriegen wir hin. Ach guck, Freunde, ich habe mich gerade ein bisschen schlau gemacht, habe ein bisschen geguckt. Es gibt sogar direkt einen Blockplacer von Industrial Forage Going. Gibt's direkt. Können wir dann, der platziert hier in front auf irgendwas da, platziert das Ding einfach nur. Hier steht's auch. Na gut, hier steht nicht viel. So baut man das Ding. Aber der platziert einen Block und dann können wir den eigentlich füttern mit Holz und einen Block platzieren. Davon brauchen wir auch 5 Stück. Und dann sollte es das sein, ne? Wenn ich jetzt einfach mal den dahin baue, habe ich natürlich die Öffnung an der falschen Seite. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Andersrum. So. Wo ist die Öffnung? Da. Okay. Das Ding braucht Strom, ist klar. Und dann können wir Blöcke platzieren. Jetzt ist die Frage, wie stellen wir das Ding ein? Ach so, wir können auf Pause drücken. Oder er läuft halt dauerhaft, oder wie? Ich mach mal einfach Blöcke rein. Achso, das Ding braucht erstmal Strom, ne? Sonst kann ich da reinmachen, was ich will. Okay, ich sorge mal eben dafür, dass wir Kabel kriegen, weil ich glaube, wir haben keine mehr. Das heißt, wir haben erstmal 16 Kabel. Reicht für unser Vorhaben. So, also das Ding braucht Strom. So, das Ding hat Strom und dem ist. Oh. Oh, das war Käse. Ich bin natürlich eins zu weit weg. Ach, so, das Ding gehört nämlich hier hin. Ein Block rein, ein Block platziert. Schön. Und dann wird er hier leer gelutscht. Und wird zu Latex. Sehr gut. Wie machen wir das mit den Bäumen? Ich würde sagen, wir machen hier nochmal eine Oakwood-Produktion hin. Mittels Drawer und Bonsai. Dass wir nur einzeln hierfür Oakwood kriegen, ne? Weil wir kriegen ja genug Oakwood eigentlich, aber ich will das nicht aus dem System rausziehen. Wir haben hier 7000, weil das irgendwie könnte es passieren, dass wir dann leer laufen. Da habe ich keine Lust zu.
So, aber wir können das Ding auch nicht irgendwie upgraden. Das heißt, wir brauchen erstmal noch 4 weitere. Und dann noch so ein Bonsai-Ding. So, dann gehe ich mal in den Tiefen des Inventars auf die Suche und halt euch mal auf den Laufenden. So, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe schon so ein Filling-Ding, also so ein Schubladen-Gedöns hier aufgebaut. Ein Bonsai-Ding da drauf. Da kommt jetzt Soil rein, Sapling drauf. Dann sollten wir hier schon Oak kriegen. Und jetzt müssen wir nur noch die duplizieren, also 5-mal bauen, also 4-mal noch. Und dann hier die Geschichte da verteilen und dann haben wir es. Dann müssten wir es haben. Also Freunde, keine Müdigkeit vortäuschen. Wir brauchen noch ein paar Blockplacer. Oh, das ging aber schnell. Schneller als ich dachte. Wir haben auf jeden Fall genug Blockplacer da. Also haben die Maschinen hier schon genug Plastik gemacht, ne? Weil dafür brauchen wir ja Plastik. So, jetzt müssen wir hier noch die Oak-Dinger rausziehen und dann da reintun. Und dann werden die hier platziert. Und dann haben wir auf jeden Fall genug Oak. Das Ding ist natürlich sehr langsam. Wir können hier die nicht alle befeuern. Aber so nach und nach können wir ein bisschen Latex machen. Und wir werden so viel Latex auch nicht brauchen. Von daher sind wir da auf der sicheren Seite, dass wir eigentlich immer Plastik haben. Und wenn es irgendwie fehlen sollte, können wir die ganze Geschichte hier immer noch ein bisschen upgraden. Ne? Also Item Extraction und dann brauchen wir natürlich auch Item Kabel. Ne? Haben wir davon welche? So, einmal Extraction. Dann dürfen wir hier schon die 5 auch gut rausgesaugt haben. Genau, haben wir. Und dann müssen wir das einmal noch hier verbinden. Das hat die alle befüllt, ne? Klar, er hat jetzt viel zu wenig Oak, aber wenn er den Oak kriegt und hat, dann kann er die alle befüllen. Gut, dann werden sich ein paar viele davon öfter mal langweilen, habe ich das Gefühl, ne? Aber es macht nichts, weil er würde jetzt theoretisch erst das ganze Inventar hier voll machen. Naja, egal. Das ist zwar noch nicht genau, wie wir damit umgehen wollen, aber ich würde das gerne noch so ein Fass bauen und hier theoretisch auch Lava einmal sammeln. Weil dann können wir nämlich, wer weiß, wofür wir es brauchen, können wir nämlich auch Lava irgendwo, keine Ahnung, verwenden. Ich habe jetzt mal noch so ein Fass gebaut. Ich würde das gerne irgendwie erstmal hier hinstellen. Ich weiß noch nicht, wie genau ich das verwenden möchte und wie genau wir das machen werden. Aber ich möchte hier gerne ein bisschen Lava abzapfen, dass das Ding sich mit Lava füllt. 8 Fluidkabel, eins noch da dran. Und dann dürfte sich das hier mit Lava füllen. Yep. Ein Bucket ist schon drin und dann wird das halt immer abgezapft, je nachdem wie schnell das Ding hier funktioniert, ne? Das da oben wird ja zwischenzeitlich dann auch noch gefüllt. Okay, und dann können wir vielleicht auch noch irgendwann automatisieren, dass wir ein bisschen Obsidian kriegen. Weil das machen wir ja alles immer noch mit der Hand. Aber das zu einem späteren Zeitpunkt, Freunde. Wir sind erstmal durch. Achso, Milch können wir auch noch. Egal, Milch machen wir später. Wir sind erstmal durch. Ich glaube, diese Folge war halbwegs erfolgreich. Wir haben nämlich unten einiges geschafft. Wir können jetzt automatisch Plastik herstellen. Beziehungsweise Plastikherstellung läuft schon automatisch. Mit 2 Fässern und so weiter und so fort. Ne? Eigentlich eine schöne Sache. Eine schöne runde Sache, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann gehen wir die nächste Geschichte an, ne? Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.